So, dann kommen wir zum siebten Tag, Tagesbotschaften. Was gibt's da? So, was gibt's da Neues? Botschaft an uns, Leute? Oh, der gefangene Schmetterling, Ende eines Transformationsprozesses, gelungener Abschluss auf der Zielgeraden, sein, Entfaltung der Persönlichkeit, Schönheit. Wow. Um was geht es genau? Ach Gott, so, es kommt die Sonne. Was gibt es noch da für Botschaften? Oh, du musst es viel kämpfen, ja? Kritik einstecken, Konflikte, Streitlust. Sich der Konfrontation stellen, das hast du gemacht. Auseinandersetzung, uiuiui. Das alle diente zu deinem Transformationsprozess. Verstehst du? Du hast aufgeräumt, sagt mir das Universum. Ja, du musst es gehen. Du musst eine Situation verlassen oder Menschen hinter dir lassen. Das hat alles mit deinem Prozess, Transformationsprozess zu tun. Es musste so kommen, verstehst du? Aufbruch, neue Möglichkeit, neue Ufer, alles hinter sich lassen, sich neu öffnen. Und nachher wird es ruhiger, nach dieser ganzen, weißt du, kannst beruflich und privater Natur sein. Ja, es ist eine allgemeine Legung. Aber alles diente zu deiner Entfaltung, Persönlichkeit, Persönlichkeitsentfaltung. Ja? Und du bist am Ende eines Transformationsprozesses. Und du hast dich, schau mal hier. Du hast dir der Konfrontation gestellt. Du hast dich gestellt und geregelt. Und dann bist du gegangen. Also, verstehst du, was ich meine? Jetzt möchte ich hier noch eine Karte ziehen, welchen Bereich das genau abläuft. Das werden wir ja sehen. Oh, der karmische Seelenpartner, Konflikte, schon mal, schau mal das an. Schau mal das an. Das ist das, was ich gesagt habe. Schon wieder Konflikte. Siehst du hier? Der karmische Seelenpartner. Lernaufgaben, Defizite, Seelenwachstum, das ist diese Entfaltung der Persönlichkeit, ungelöste Past-Life-Beziehung, Lebensabschnittsgefährte. Du hattest zu tun mit diesem karmischen Seelenpartner. Da musstest du gehen. Was ich hier auch merke, was sie mir sagen, dieser Mensch hat vieles Negatives in dein Leben gebracht. Ja, das war nur Chaos wegen dieser Mensch. Und das Universum hat gesagt, nein, da,
geht es nicht mehr. Du hast vieles zu ertragen, Belastung, Herausforderung mit diesem Mensch hier. Der muss weg. Und da hast du einen Schlussstrich gezogen, ja? Hier. Konflikte, Lernaufgabe. Zwei Karten. Ja, eine, der erste. Ja, und da zeigt sie sich nochmals. Ui. Ja, schau mal. Schau mal. Du musstest, weißt du, der Bär steht auch für Seelenpartner. Du musstest dieser jemand einen Schlussstrich ziehen. Sarg heißt Transformationsphase, Prozess. Aber ohne diesen Mensch hier. Siehst du, was ich sage? Die Lenormand-Karte bestätigt mir das. Wegen plötzlicher Ereignisse. Alles schleunigt sich jetzt in die richtige Richtung. Ohne dieser Mensch, der hat dich viele Kummer bereitet in deinem Leben. Der hat dein Leben Chaos gebracht. Nur Chaos. Verstehst du? Und da das Universum hat eingegriffen und gesagt, jetzt ist genug. Ja? Und du bist immer zu diesem jemand gestanden. Ja? Aber der hat dich nur runtergezogen. Verstehst du? Runtergezogen. Was gibt es noch für... Was gibt es noch? Opfer, Opfer, ja. Ja, ein Brief. Ja. Du bekommst noch mehr heraus über diesen Mensch, den du zusammen warst. Ja, ja, es kommt noch mehr Überraschungen. Und schau mal, du hast die Ratschläge geholt von jemandem, den du vertraust, ja? Ein älterer Herr. Über die Situation, verstehst du? Ja? Oh, schau mal, dein Ex-Partner, der Ex-Partnerin, dieser jemand hier, schau mal, Suchtverhalten, Abhängigkeit in der Partnerschaft, siehst du? Finanzielle Natur auch. Nicht nur Ärger ins Haus gebracht, nicht nur Ärger ins Haus gebracht, sondern auch Suchtverhalten, ja, dann wurde man zornig, ja, wütend. Das hat es sehr, sehr traurig gemacht. Siehst du, Kummer, Sorgen, Traurigkeit, du warst auch naiv in der Situation. Schau mal, Verlust, ja, finanzielle Natur auch. Zu kämpfen wegen dieser Mensch, ja, wegen Spielsucht oder Sucht, wurde er auch, du hast diesen Mensch nicht mehr erkannt, ja. Sachen kaputt gemacht und alles, ja. Du hattest Problem mit Menschen wegen ihm, ja, Ärger ins Haus gebracht. Aber jetzt ist Zeit, eine Reise vorzumachen, ja. Vorzunehmen, neues Ufers erreichen. Das ist diese Reise, die du dich befindest. Verstehst du? Zu diesem Mensch hier, karmische, noch zwei Karten wegen der Partnerschaft aktiv werden. Siehst du? Es war Zeit, aktiv zu werden mit dieser Person. Ja. Schau mal. Trennung. Ja. Es war an der Zeit. Nicht länger. Ja. Dann hast du Strich gezogen, Schlussstrich gezogen, beendet.
Und das zeigt mir jetzt diese Karten hier, die ich aktiv wurdest, und hast dich getrennt. Und du hast wirklich alles probiert, ja, in dieser Partnerschaft. Dieser Mensch hat dir nur Ärger bereitet, ja. Wo ist diese andere? Ah, hier. Genau, aktiv geworden. Schau mal, das ist die Lenormand-Karte. Und das ist Nadine Breitenstein, ja. Beziehungskarte, Aktivtrennung, ja. Schau mal das an, Kummer, letzte Karte, Kummer, 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 Kummer. Und das ist auch hier, die Karten wiederholen sich, ja. Ich brauche jetzt da nicht mehr zu ziehen, aber ja, ich möchte dir zeigen, wie die Karten miteinander schmelzen. Das ist meine, schau mal hier, was steht da? Kummer, Sorgen, Traurigkeit, Kummer, schau mal das an, letzte Karte, Kummer, siehst du? Das ist das, was ich meine. Ja? Und dann kommt noch eine Karte, seit Sommer, dieses Jahr ist das so. Dauerzustand, jetzt musst du dich einmal eine Pause einlegen. Ja, dieser Mensch hat dich sehr konsumiert. Konsumiert heißt, hat dich sehr Energie geraubt, diese karmische Schmelzt, diese Mensch hier, ja, diese Konstellation hat dir viel gekostet auch, verstehst du? Du brauchst eine Pause. Jetzt gehst du deinen Weg, ja, sehr wichtig. Ich möchte noch eine Seelenkarte für dich. Ja? Eine Seelenkarte hier nehmen. Und dann ist fertig. Ja. Dann habe ich meine 7 Videos gedreht für Tagesbotschaft. Ja. So, was ist noch da für dich? Neue Ufer. Ja. Oh, schau mal das an. Glückliche Fügung. Wow. Schau mal das an. So wird es dir gehen nach dieser ganzen Prozedere. Ende eines Transformationsprozesses. Und was ich hier auch merke, dieser Mensch hat dich gebremst in dein Leben. Du warst wie eine gefangene Schmetterling. Du konntest dich nicht entwickeln mit ihm. Verstehst du? Der hat dich immer runtergezogen. Das ist das, was ich meine. Ja? Also meine Liebe, sei froh. Ja? Sei froh, du bist dieser jemand los, ne? Und seine ganze Ärger los. Ich möchte noch eine Karte hier. Und dann ist Schluss für heute. Dann mache ich noch TikTok und dann bin ich fertig. He? Morgen arbeite ich wieder hier. So. Eine Karte für dich. Botschaft an dich, ja? Mal schauen, was da kommt. Botschaft an dich. Mhm. Die Hohepriesterin. Wow. Mal, schau mal diese Karte. So süß, die Eule. Oh mein Gott. Schau mal das an. Hier, Schmetterling. Die gleiche Schmetterling. Siehst du, blau. Ey, das Universum, der Schöpferhand ist in dieser Situation gewesen. Die haben die ganze Zeit deinen Prozess begleitet. Verstehst du? Schau mal diese blaue Schmetterling und schau mal diese Schmetterling. Siehst du hier? Siehst du zwei verschiedene Kartendecks? Siehst du das? Wie das Universum mit uns spricht, das ist dein Entfaltungsprozess. Ja? Schau mal das an, Eule. Es ist Zeit, eine Pause einzulegen und zu reflektieren, siehst du? Nicht zu agieren, vertrauen Sie auf Ihre spirituellen Gaben.
denn nichts entgeht ihrer göttlichen Intuition. Schau mal das an. Alles Gute, meine Liebe, und du gehst den richtigen Weg, auch wenn allein das bedeutet. Bye.